Mein Hydroponikprojekt hat leider einen herben Rückschlag erlebt, schon im Anfang Mai. Der April war ja sehr kalt, ich habe meine Pflanzen nach den Eisheiligen, zwei, drei Tage nach den Eisheiligen, ins Freie gestellt, also auf den Balkon gestellt. Da waren vor allem Gurken und Kürbisse dabei. Die sind leider aufgrund dieses seit 40 Jahren nicht mehr vorkommenden kalten Aprils, natürlich ein Stück vom Anfang von Mai, nicht durchgekommen. Jetzt muss ich neue Pflanzen ziehen, das geht ja noch, jetzt ist Juni. Aber ja, währenddessen war ich nicht untätig, ich habe da noch im Garten was gemacht. Das gehört mir jetzt eigentlich nicht so in den Kanal, aber ich zeige es euch trotzdem. Ja, es ist schade, ich hatte sehr viele Kürbispflanzen eigentlich vorgezogen, Butternut-Kürbisse. Ja, einige Gurken vor Alberg. Ja, jetzt fange ich halt wieder von vorne an. Aber jetzt ist es ja wärmer. Heute komme ich endlich dazu, mein Drittbewässerungssystem zu installieren. Dazu habe ich diese Pumpe, die ich momentan nicht nutze. Ja, Pumpe als solches. Ich habe das Ganze mal testweise an den Wasserhahn angeschlossen. Drehen wir jetzt mal auf. Ah ja, und dann sieht man da unten, habe ich mal so ein kleines Teststück verlegt. Bevor ich jetzt weiter verlege, wollte ich es mal ausprobieren, wie weit die Sprünge erreichen. Die kann man auch noch einstellen. Ja, dann ziehe ich jetzt halt einmal komplett vor, zurück und dann nochmal vor. Und dann habe ich es. So, ich habe euch hier vorbereitet, zeige ich euch nachher auch. So, die Seite kommt erstmal jetzt dran. Dann nehmen wir das so durch. Die Stücke auf die Länge reichen. Es sind auch solche Halter dabei. Aber erstmal muss man die hier anstecken. Wenn die solche kalt sind, gehen die schwer drüber. Am besten lässt man sie ein bisschen in der Sonne liegen. Dann gehen die wunderbar. Dann kann man hier so ein Stiftchen drauf machen. Dann kann die hier einstecken. So, im Winter kann man die leider nicht draußen lassen. Dann machen wir einen Blindstopfen drauf, dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, mit unserem Wasserdruck von 2 bar tropfen hier hinten wirklich bloß noch vorne die Sprinkler noch mehr. Ich werde jetzt nochmal die Pumpe dazu schalten, dann schauen wir mal. Hat einige Zeit gedauert, aber jetzt läuft es. In der Mitte habe ich so Tropfer, die auch ein bisschen sprinkeln. Vorne habe ich welche, die noch innen drin reinsprühen und hinten habe ich welche, die nur tropfen. Und das über die ganze Länge hier. Die Beete sind jetzt nach einer halben Stunde auch schon einigermaßen nass. Da ist noch ein trockener Fleck. Da muss man mal gucken, was man da machen kann. Einen der Sprinkler ein bisschen höher stellen. Wenn da mehr Druck drauf ist, dann geht es auch besser. Aber so jetzt mit diesen 2 bar von der Wasserleitung ist es zufriedenstellend. Nicht so wie letztes Jahr, dass die immer bloß und trocken sind. Schalten wir kurz die Pumpe dazu. Dann schauen wir nochmal. Naja, es sprudelt schon mehr. Aha, richtige hohe Fontänen, schon fast wieder viel zu hoch, kann man ein bisschen zusammendrehen hier. Bei den Sets, die ich da bestellt habe, waren auch noch 2 von den Teilen dabei, die kann man an den Gartenschlauch anschließen und eines, das kann man an eine Wasserleitung anschließen. Schaue ich noch, eine Wasserleitung übrig habe, schließe ich die da auch an. Dann schauen wir mal. So, da ist der Zweifelverteiler gut dran, funktioniert auch. Hätte nicht gerade das billigste Set gekauft, auch nicht das teuerste. Also ist dicht. Nehmen wir auf. So, ich wollte euch die Montage zeigen, aber gerade vorhin war es ein bisschen zu warm, da bin ich lieber rein. Da sind die Schläuche.
Die werden hier einfach dran gesteckt. Am besten ist, wenn sie warm sind. Die Sonne macht schon warm. Das lange Stück geht dann zum nächsten. Machen wir auch noch mal so ein T-Stück. Ja. Und an diese Teile hier stecken wir jetzt die Schläuche, die zu den Düsen führen. Zweimal, ich benutze diese kleinen Düsen dann. Diese hier. Die stecken wir einfach so drauf. Und auf die letzte Düsen würde man dann keine Zweige mehr setzen, sondern sich direkt anschließen. So. Und die legt man jetzt da hier rein. Ja, zwei Hahnen kann man ganz aufmachen. Den anderen habe ich so drei Viertel geöffnet. Naja, nicht ganz, drei Viertel, halb. Also spritzt sie oben zu sehr. Der Druck ist dann für die kurze Strecke zu groß. Allerdings, ja, kann man ja einstellen, scheint es ganz gut zu funktionieren. Habe ich mir auch so einen schönen Erdbeertower gebaut. Leider haben wir Erdbeeren mal eingepflanzt im Garten und jetzt wuchern sie überall. Da sieht man es auch, da sind welche dabei. Da muss ich alle noch ein bisschen rausreißen, da hinten sind eine ganze Menge. Ja, einmal einen Fehler gemacht und sie so in den Garten gesetzt. Dann habe ich hier Maurerbottich. Mit dem habe ich was eingepflanzt. Ich habe Kartoffeln, nämlich 10 Knollen pro Maurerkübel. Da sind auch noch zwei Tomaten mit drin am Rand. Und hier hinten habe ich nochmal so einen Maurerkübel. Oben drauf den Rasenschnitt, das nicht schnell austrocknen. Gieße ich jeden Tag mit 10, 20 Liter drauf. Unten sind große Löcher, das zeige ich euch auch noch, wie ich die mache. Ja, dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Völker gekriegt, als wir eigentlich geplant hatten. Wir sind jetzt momentan bei 9. Ich hätte eh keine Beuten mehr, um die einzufangen, die ich da gezeigt habe, die geschwärmten. Ich zeige euch mal, wie man die vorbereitet. Ich habe letztes Jahr hier schon ein paar Löcher reingemacht, kleine. Habe festgestellt, dass die zu klein sind, die verschoppen. Und deshalb machen wir dieses Jahr etwas größere Löcher. Das war ganz einfach. Mit einem Eisschneider. 70 mm Löcher. Jeder, der schon länger mal geklettert hat, kennt das. Das Abdeckvlies eigentlich für den Frühjahr, damit es den Pflanzen nicht zu kalt wird. Das legen wir jetzt das unterste Lager rein, damit die Erde nicht rausläuft. Da reicht an sich schon ein kleines Stück. Einfach reinlegen und danach kann man es mit Erde füllen. Beim Gießen kommt genug Wasser unten raus. Ja, das ist eine dieser bepflanzten Kartoffelkisten. Da haben insgesamt 10 Kartoffelknollen Platz beim Anbau. Ich mache mal ein kleines Schema in den Kanal mit rein und Video vielleicht auch mit rein, mal schauen. Und da habe ich am Rande noch zwei kleine Tomaten angepflanzt. Das Ganze hat jetzt nicht mal 1,5 Wochen gedauert, dann treiben die schon aus. Ja, muss man halt feucht halten jeden Tag. In einem Video habe ich ja meine Wärmekollektoren repariert. Das heißt, im Sommer schalten wir die Gasheizung komplett aus. Das Warmwasser wird vom Wärmekollektor, der ist ausgelegt für einen 5-Personen-Haushalt, gespeist. Und man sieht, oben habe ich 84,4 Grad. In der Früh hatte ich unten 32 Grad, jetzt habe ich 78,2 im Speicher. Und der Warmwasserspeicher hat sogar 78,5. Naja, die Drehzahl der Pumpe ist momentan bei 40%. Das heißt, die läuft nicht so schnell, weil natürlich der Temperaturunterschied zum Kollektor, zum Speicher nicht so groß ist. Leider haben wir so eine Extrasteuerung gebraucht. Warum? Weil die alte Heizung leider keine Solarsteuerung hatte. Aber hier ist diese alte Heizung nochmal. Die steht auch auf Aus. Jo. Spart wenigstens ein bisschen was. Natürlich muss meine teure, schöne Pumpe auch nicht mehr laufen. Die geht mit aus. Und wir haben hier, ja, 2 Bar. Das ist ein bisschen viel. Aber, ja, mal schauen. Ich glaube, das liegt daran, dass einfach momentan das Wasser steht und alles nach unten drückt. Die Pumpe wälzt den nicht mehr um. Der Ausgleichsbehälter funktioniert also auch, den Druckausgleichsbehälter, den ich eingebaut habe. Das hört sich jetzt schon über Wochen bei 2 Bar. Ist alles top.